Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um die Aufgaben meines Home-Servers. Das wäre jetzt praktisch mein Home-Server. Das ist so ein alter Gaming-PC, den habe ich jetzt umgerüstet auf Ubuntu 23.10. Ist auch noch Windows drauf als Dual-Boot-System, aber eigentlich nur zu Testzwecken. Das Hauptbetriebssystem ist Ubuntu 23.10 und wird dann halt eben alle 6 Monate dementsprechend abgedatet. Angeschlossen ist der PC über ein LAN-Kabel direkt am Router und per SSH bzw. über Remina ja miteinander verknüpft. Das wäre praktisch mein Hauptlaptop oder Hauptrechner, sage ich einfach mal. Ja, ich würde sagen, ich switch mal kurz um auf OBS und dann sehen wir uns dann dementsprechend gleich wieder. Ich habe mir überlegt, wie kann ich den sinnvoll einrichten in meinem ganzen Setup hier. Ich habe ja schon vor etlichen Monaten oder vielleicht ist es auch schon Jahre her schon mal ein Video gedreht, wie ich meinen Home-Service über einen alten Laptop einrichte. Und an dem eigentlichen Setup hat sich auch nichts verändert, außer dass die Hardware von dem alten Laptop einfach viel zu schwach war und die Aufgaben, die ich mir jetzt vorstelle, nur ganz schlecht abarbeiten kann. Ja, aber mit dem neuen Gaming-PC ist dieses alles möglich. Und zwar habe ich Folgendes vor. Ich zeige euch einfach mal als erstes, was ich damit vorhabe. Also dieser Gaming-PC, der wird zum Server umgeswitcht mit dem reinen Ubuntu 23.10. Das ist das Ziel. Und er soll folgende Aufgaben übernehmen. Er soll das Rendern von KND-Videos übernehmen. Und vorab das Bearbeiten und Erstellen dieses Videos in KND Live soll auch auf dem Server stattfinden. Das Ganze soll mit einer Remote-Verbindung dann über meinen Laptop verbunden sein, sodass ich dann mit dem Programm Remina zum Beispiel darauf zugreifen kann und ganz normal die Bearbeitungstätigkeiten durchführen kann. Und das gilt im Endeffekt jetzt für alle Tätigkeiten, die jetzt kommen. Die ganze Aufnahme über OBS Studio möchte ich auch nur über den Server abwickeln, weil ich die Aufnahme mache hier im Büro und da bietet sich halt eben nur mal das Setup jetzt auch an, zumal dieser Desktop-PC ist wesentlich leiser als mein Laptop. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann Map Composer, auch ganz wichtig. Ja, erstmal kurz vorweg, was ist Map Composer? Ja, Map Composer ist ein Programm in Java geschrieben, mit dem man OSM-Streetmap-Daten zu einer Karte generieren kann, also besser gesagt rendern kann. Das übernimmt dann halt eben der Map Composer und der braucht dafür ungefähr für eine Karte für ganz Deutschland ungefähr 1 Stunde und ist während dieses Generierungsprozesses so stark beschäftigt, dass der Arbeitsspeicher immer komplett ausgefüllt ist. Deswegen hat mein Laptop auch 64 GB Arbeitsspeicher, damit ich überhaupt so große Karten erstellen kann. Das wäre jetzt noch ein kleiner Manko an meinen Server. Der hat nämlich nur 16 GB und ich glaube nicht, dass ich da mit ganz Deutschland schaffen werde. Aber jedenfalls müsste ich da noch aufrüsten. Auf jeden Fall wäre das die zweite oder besser gesagt die dritte Haupttätigkeit, die für mich wichtig ist. Dann natürlich als ganz normalen Datengroup, um irgendwelche Dateien hin und her zu schaufeln oder zwischenzuspeichern, beziehungsweise einen Austausch zwischen mehreren PCs. Zum Beispiel, dass mein Sohn da auch nochmal ein paar Daten ablegen kann, was man in so einem Home-Server halt eben nur mal so macht halt. Also das wären ja ganz normale Dinge. Und natürlich als Versuchsmaschine für neue OS. Ich halte persönlich nicht viel von VirtualBox und Co., also von dieser Virtualisierung. Ist zwar ganz gut und schön, sich einen kleinen Einblick über ein Betriebssystem zu machen, aber doch bin ich der Meinung, dass nichts über eine echte Hardware geht. Das fühlt sich halt eben für mich einfach besser an. Vielleicht ist es auch nur eine reine Kopfsache, keine Frage. Ich meine, das fängt schon mit dem Installationsprozess an. Das habe ich jetzt ja gerade auch wieder gemerkt. Man muss ja doch einiges berücksichtigen mit BIOS-Einstellungen, mit Partitionierung, UEFI, EFI, um einfach mal ein paar Stichwörter zu sagen und so weiter. Und das macht man ja in der Regel in einer virtuellen Maschine nicht. Dann nimmt man Standardeinstellungen und weiter. Und was bei VirtualBox ja auch nicht möglich ist, ist natürlich eine vernünftige Hardware-Erkennung als solches. Und auf die Grafikkarte kann auch nicht vernünftig zugegriffen werden. Und so kommen so mehrere Faktoren, sage ich einfach mal so, zusammen. Wenn man es auf einer echten Hardware installiert, dann auch man selber auch mehr dabei lernt. Und das ist das, worum es mir eigentlich auch in erster Linie geht. Ja, das wären jetzt so die 6 Aufgaben,
die für mich jetzt wichtig sind, die der neue PC schaffen wird. Davon bin ich fest von überzeugt. Ich habe ja schon ein paar Tests gemacht, auch mit Kdenlive und mit dem Map Composer noch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen Arbeitsspeicher. Aber da bin ich auch der Meinung, das wird er auch hinbekommen. Ja, dann würde ich sagen, switche ich einmal kurz rüber. So, noch ganz kurz zwei Sätze zu Map Composer. Wie gesagt, Map Composer ist ja ein Programm in Java geschrieben, mit dem man OpenStreetMap-Daten, Karten, ja aus den Daten Karten erstellen kann und mal ganz kurz zeigen, wie so Karten aussehen könnten. Ich habe hier irgendwo Screenshots. Screenshots habe ich hier, wo Screenshot steht. Ja, so würden die in etwa aussehen. Das wäre jetzt von einem Garmin-Gerät, also von einem GPS-Gerät. So wie ich mir zum Beispiel jetzt meine Karten generiere, für mich ganz wichtig, Mountainbike-Routen müssen dargestellt werden, Wanderrouten müssen dargestellt werden, bestimmte Wegearten, die eine bestimmte Eigenschaft haben, werden damit vernünftig dargestellt, zu viele unnötige Details werden ausgeblendet, andere wichtige wieder eingeblendet, USW oder zum Beispiel als Desktop-Variante würde das Ganze dann als Beispiel so aussehen, auch mit Schattierungen wäre das alles möglich. Natürlich alles für MTB geeignet. Also der jetzt hier, das wäre jetzt hier der Home-Server. Und eine Aufgabe habe ich als Punkt Nummer 1 geschrieben, wäre Kdenlive. Zwar möchte ich, wenn ich hier Video bearbeite, möchte ich, dass die ganze Aufgabe, die ganze Rechenaufgabe Server übernommen wird. Ja, und die letzte Aufgabe, die der Server hier übernehmen soll, das wäre dann die ganze Abwicklung über OBS in Verbindung, wenn ich zum Beispiel mit meinem Commodore streame oder irgendetwas aufnehme, wie auch immer, das dann direkt am Server anschließe, auch wenn mit dem Hintergrund, der ist halt eben nur ein bisschen leiser, der kann nicht mehr oder auch nicht weniger als der Laptop, aber er ist in erster Linie leiser und das hört man doch an der einen oder anderen Stelle in dem Video immer mal wieder, dass der Lüfter angeht zwischendurch und das finde ich dann auch ein bisschen nervig. Und das Ganze möchte ich dann so umgehen. Ja, dann wird die Capture-Karte halt eben dann direkt halt eben im Server angeschlossen und nicht mehr in dem Laptop. Mal die ganze Datenbearbeitung, die erfolgt ja dann eh wieder über den Server und da habe ich dann auch sofort die ganzen Daten vernünftig da, wo sie auch sein soll. Ja, und wenn ich dann abends im Wohnzimmer dann auf der Couch sitze, dann kann ich hier alles schön fernbedienen und ganz ruhig und geschmeidig halt eben dann damit arbeiten, unterm Strich dann sogar noch ein bisschen schneller, weil wenn ich im Wohnzimmer damit arbeite und der Lüfter geht an, dann schimpft natürlich auch meine Frau und dann arbeite ich mit einer geringeren Leistung, dann ist der Lüfter zwar wieder leise, aber dann stockt wieder alles bei der Bearbeitung, also das war nie so hundertprozentig. Und gestern habe ich ein komplettes Video, über 30 Minuten war das glaube ich, 25 Minuten war es meine ich, geschnitten, auch mit etlichen Filtern reingezogen und transformieren und so weiter. Da konnte ich richtig flüssig das ganze Video mit bearbeiten. Also das macht dann auf jeden Fall dann auch schon mehr Spaß. Ich würde sagen, ich mache mal direkt einen Live-Test. Ich spiele mal jetzt so, als ob ich jetzt unten im Wohnzimmer sitzen würde, mit dem Laptop anmachen und möchte jetzt unbedingt ein Video rendern. Genau, und das Ganze soll natürlich im Endeffekt auf dieser Hardware hier stattfinden. Er soll den ganzen Job hier machen und das wäre quasi jetzt nur meine Fernbedienung. So, wie würde ich da jetzt vorgehen? So, da würde ich natürlich als erstes erstmal eine Verbindung aufbauen. Das macht man am besten mit Remina oder Remina. Ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht. Wie man das einstellt und so weiter, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das soll jetzt nicht Gegenstand des Videos sein, sondern einfach nur um die Benutzung als solches. Gut, die Verbindung wird aufgebaut. Und wie wir sehen, sind wir jetzt hier direkt ruckzuck mit dem Server verbunden. Und damit man auch ein schönes Vollbild hat, kann man hier einfach draufklicken. Und jetzt wäre es wirklich praktisch so, als ob man live direkt hier drin wäre, sage ich mal. Ich kann das nochmal ganz kurz zeigen. So, wenn ich jetzt hin und her schwitze und zum Beispiel jetzt irgendwas öffnen möchte, man merkt eine minimale Verzögerung, klar, das bleibt ja nicht aus. Und zack, aber das ist ja wirklich nur minimal, sage ich mal. Und im eigentlichen Betrieb wäre der Monitor logischerweise aus. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken, ist der jetzt an. Ja, und dann kann ich jetzt hierher gehen und ein Projekt öffnen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Genau, das wären jetzt hier meine Dateien.
Und ich tue mal jetzt so, als ob ich was schneiden müsste. Muss ich in der Tat wirklich, weil das Video habe ich noch nicht fertig geschnitten. Gehen wir mal jetzt hier einfach irgendwo hier hinein. Zoom jetzt hier hinein. So, noch ganz kurz. Zwei Sätze zu Map Composer. Wie gesagt, Map Composer ist ein Programm in Java. So, hier zum Beispiel. Das müssen wir ein bisschen schneiden. Da habe ich einen kleinen Versprecher drin. Arbeite rückgängig. Jetzt geht es eigentlich nur darum, wie sich das anfühlt, wenn man auf einen entfernten Rechner quasi jetzt zugreift und jetzt hier Bearbeitung durchführt. Hier machen wir einen Schnitt. Da mache ich einen Schnitt. Sag mal, hier ist so eine lange Pause drin. Möchte ich weghaben. Dann schneiden wir das hier weg. Dann haben wir hier nochmal weg. So, ist das jetzt hier nochmal an. Zwei Sätze zu Map Composer. Wie gesagt, Map Composer ist ein Programm in Java. Da kann er eigentlich auch weg. Da ist auch noch ein M drin. Das versuche ich immer rauszuschneiden. Gelingt mir nicht immer. Also ich will euch jetzt nicht zeigen, wie man ein Video schneidet, sondern es geht einfach nur darum, zu zeigen, ja, wie sich das Ganze anfühlt. Hier sind überhaupt keine Lecks drin. Man kann wirklich, wie auf einer echten Maschine, kann man jetzt hier arbeiten, sage ich mal. Ja, ne? Geschrieben, mit dem man OpenStreetMap-Daten, Karten, ja, auch. Da schon wieder ein R drin, könnte man jetzt wegschneiden, aber das will ich jetzt nicht machen. Ich baue jetzt mal ein paar Filter ein, weil das ist immer dann der Moment, wo dann halt eben die Auslastung besonders hoch ist. So, hier hätte ich zum Beispiel meine Standardfilter, die ich immer so benutze am meisten. Zum Beispiel transformieren machen wir mal. So. Ja, sieht man jetzt schon, wie schnell man jetzt hin und her seppen kann. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass an dieser Stelle ein Zoom stattfindet, weil ich der Meinung bin, MTB-Tourmap, das muss jetzt ganz groß jetzt hier stehen und muss ich dabei noch 85 mal drehen. So, gehen wir jetzt hier ein bisschen zurück. In Java geschrieben, mit dem man OpenStreetMap-Daten, Karten, ja, aus den Daten, Karten. Ja, Datenkarten, ja, da sind ein paar Fastplay drin. Jetzt könnte ich ja mal meinen Gamma-Effekt hier drauf knallen, weil auch der zieht ziemlich viel CPU-Last. Hier sieht man schon, hier ist ein Fade drin. Hier ist schon Transformieren drin. Und jetzt machen wir nochmal ein Gamma drauf. Setzen jetzt hier ein paar Punkte. Jetzt wirst du, sagen wir mal, ganz dunkel. Jetzt wirst du ganz hell. Jetzt wirst du ganz dunkel, jetzt wirst du ganz hell, jetzt wirst du wieder ganz, was kommt jetzt? Ganz dunkel kommt, bis jetzt kommen, ne? Ganz dunkel. Ergibt jetzt keinen Sinn. Darum geht es ja auch nicht um die Sinnigkeit, sondern einfach nur, wie ist die Performance jetzt, wenn ich jetzt solche Filter jetzt hier drauf ziehe. Und den Datenkarten erstellen kann und mal ganz kurz zeigen, wie so Karten aussehen könnten. Ich habe hier irgendwo Screenshots. Jetzt wird es ganz dunkel. Screenshots habe ich, hier, wo Screenshot steht. Jetzt wird es hell, beziehungsweise extrem hell. Aussehen. Mach den Ton mal jetzt hier eben weg. Von einem Garmin-Gerät. Das ist jetzt ein bisschen störend. Na, ich hätte vielleicht einen kürzeren Clip nehmen sollen. Da sieht man den Effekt ein bisschen besser. Auf jeden Fall, das Video läuft ganz flüssig, ohne Probleme. Oder, wie ich nehme, einen etwas kürzeren Clip. Genau, hier halte ich eine schlaue Rede. Zum Beispiel, wir machen das Ganze mal Motion Tracker rein. So, ich sage jetzt, meine Hand, die ist tabu. Die ist tabu, die darf keiner sehen. Da mache ich mal so einen richtig schönen Verpixelung rein. Und auch das läuft ohne Probleme, sage ich mal. Ne? Okay, das war jetzt ein kleiner Bereich, der verpixelt wurde. Oder ich bin der Meinung, nein, ich bin top secret. Ich verpixel mich mal selbst. Ich knall nochmal einen etwas heftigeren, etwas größeren Filter rein. Welcher ist extrem? Der ist extrem.
Und auch jetzt, das Video läuft, wie gesagt, ganz flüssig. Und auch wenn ich jetzt hier hin und her scroll, also das ist wirklich alles butterweich. Also so lässt sich auf jeden Fall super arbeiten. Darauf hinaus, dass das Ganze auch arbeitsfähig ist, sage ich einfach mal. Und das auf jeden Fall mit diesem Setup ist das auf jeden Fall gegeben. Das speichere ich natürlich nicht ab. Ja, und dann ist noch ein großes Thema Map Composer. Ich starte mal Map Composer. Jetzt fragt er nach dem Arbeitsspeicher und da habe ich jetzt natürlich ein kleines Problem. Jetzt muss ich natürlich den RAM von dem Server nehmen. Also dieser Rechner hier, dieser Laptop, der hat jetzt 64 GB. Deswegen gibt es auch diese Option hier. Und der andere hat jetzt leider nur 16. Und deswegen stelle ich jetzt hier 16 GB ein. Und dann kann ich euch auch mal zeigen, was dann passiert, wenn man jetzt so eine Karte rendern will. Das ist nämlich unheimlich CPU-lastig, RAM-lastig. Und das dauert ungefähr für ganz Deutschland ungefähr so eine Stunde. Wie dieses Programm im Einzelnen funktioniert, ja, dazu braucht man schon mehrere Folgen von Videos, da gehe ich nicht drauf ein. Ganz grob, was man hier alles einstellen kann, Symbole, man kann eigene Symbole reinpacken, eigene Wanderwege, ja, eigene PIOS als solches. Dann kann man die Flächen selbst gestalten. Wie sieht die Wiese aus? Nee, die Wiese soll nicht grün sein, die soll gelb sein, Häuser sollen nicht grau sein, die sollen lila sein oder ein besonderes Zeichen drin haben, wie zum Beispiel ein Reitplatz mit Zeichen, Baustelle mit Zeichen und so weiter und so fort. Und natürlich Wege ist auch bei mir immer ein großer Punkt. Ja, wie soll eine Autobahn aussehen? Bei mir ist sie zum Beispiel gelb-rot. Wie sieht eine Ortsstraße aus? Wie sehen Treppen aus? Und bei mir ist natürlich auch wichtig Wegemarkierung, sprich Wanderwege, Mountainbike-Routen, Nordic Walking. Ich glaube, selbst Buslinien müssten sogar gehen. Also alles, was bei OSM unter Relation getaggt wurde, das kann hiermit dann auch bearbeitet werden und man kann da sein eigenen Look and Feel mit generieren. So viel soll es auch, das sollte auch an der Stelle erstmal reichen, So, ich kann einfach mal einen Lauf starten. Jetzt hier habe ich zum Beispiel eine Zechenkarte kreiert. Da werden alle Schächte und Stollen werden halt eben dargestellt. Das wäre jetzt nur der Raum Nordrhein-Westfalen oder Ruhrgebiet besser gesagt. Klicke ich auf Generieren. Ja, es werden erstmal die ganzen Daten heruntergeladen von OSM. Ja, und dieser Prozess, der dauert jetzt, ich schätze mal so 20 Minuten fürs Ruhrgebiet. Edge-Top habe ich hier gar nicht installiert. Gut, installieren wir mal eben noch mal ganz kurz Edge-Top. Sudo apt install Edge-Top. Also das alles findet jetzt auf meinem Server statt. Ne? Das ist jetzt nicht auf meinem Laptop. Der Laptop ist praktisch nur wie so eine Art Fernbedienung jetzt. Ne? Jetzt können wir gleich mal gucken, was hier so alles so Schönes passiert. Interessant ist ja eigentlich ja nur dieser Bereich. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!